In diesem Part, liebe Freunde, lechsen wir als Feuerbrau nach den blauen Münzen und verteidigen das Blumenfeld gegen ein UFO, wegen ein merkwürdiges, was die Blumen dort stehlen will. Und am Ende des Parts vermöbeln wir Bowser auch noch regelrecht. Doch was ist dann? Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zurück. Mario der Entdecker in seinem Outfit wird jetzt diese Wand erklimmen. Wir können uns drei Blumen gleichzeitig schnappen. Okay, also wir stellen uns hier hin. Und yes! Wir sind oben. Eigentlich würde ich gerne die Münzringe mitnehmen, aber... Oh, wir können auch ganz hoch. Dann ja, dann nehmen wir die noch mit. Das haben wir fast alle erledigt. Warte. Das reicht immer noch nicht. Schade. Schade hier. Jetzt aber, jetzt sind wir oben. Und da wartet ein weiterer geheimer Stern auf uns. Und ich sehe gerade, das Mikro muss richtig an meinen Mund gestellt werden. Sag mal, mein Freund, deutscher Panzer, was schießt du denn so auf mich? Gut, hier oben kann ich gegenschießen. Dann capturen wir den einfach mal. So, und... Nice. Schießen! Ja... Der Stern ist zwar unser, doch was ist das hier? Der Schalter muss irgendwie ausgelöst werden. Ich guck gleich, wenn ich den Stern mir geschnappt habe. Blinder Fleck im Aufzug. Was kann ich noch tun, damit ich da rankomme? Hier kann ich mich nur verstecken. Ah, okay. So einfach kann es sein. Sehr geil. Da fällt die Plattform runter. Und dann schießen wir die ganzen kleinen Eagles mal hier ab hier. Yeah. Erstmal die Münzen einsammeln. Keine vergessen. Ah, die Feuerbros. Okay, einer nach dem anderen. Einen müssen wir capturen. Ach, Bruder. Komm, ich mach den kaputt. Ja! Shit! Nein! Oh, da war so viel los. Ich konnte dem gar nicht mehr ausweichen. Mario wusste gar nicht mehr, wo er hin soll. Also den ganzen Weg nochmal runter hier. So, was ist denn hier los? Schon wieder 400 Coins. Man glaubt es gar nicht, so ein deutscher Panzer kann viel bewirken. Jetzt reicht's mir aber hier.
Oh, aber warte. Warte. Alter, als ob! Gut, er mischt also auch noch hier mit. Wir brauchen die Lila Coins. Alter Junge! Ich will nur darauf! Verdammt! Ich wollte da nur rauf. Haben wir alle Coins jetzt? Dann ist er erledigt. Der eine ist schon unten, aber okay, ich sehe schon, okay, der Feuerbro tanzt zwar noch rum und schießt seine blöden Feuerkugeln, aber egal. Wir haben die Coins, weswegen wir hier sind. Ey, Bruder, hier ist so viel, geht hier ab. Ich komme mit der Steuerung vom Panzer überhaupt nicht klar. So, und die Steuerung mit dem Controller finde ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. So, taucht ihr nochmal auf? Ja, drei ist zielen. Dann mache ich das lieber so. Er ist rücksetzen oder verwendet den Pro-Controller. Nein. Dann lieber so. Steuerkreuz. Wir lassen uns nicht von diesen dämlichen Igeln treffen hier. So. Komm. Und geile Untergrundmusik. Können wir das Feuer nicht löschen, indem wir einfach schießen? Bruder! Okay. So. Der Weg ist frei. Hier ist der Powermond. Yes! Endlich! Aufruhr im Aufzug. Haben wir uns aber auch wieder angestellt. Und vier weitere Coins gesammelt. Das haben wir, glaube ich, insgesamt 60, oder? Und ich könnte wieder abkürzen. Machen wir aber nicht. Wir safen hier. Heisenbergstraße, Station 8. Gibt's wieder diesen Blumentopf hier? Yes! Oh, da kommt man hoch. Okay, sind ja auch Münzen? Nein. Aber da. Und hier? Eine 2D-Sektion. Die gibt es so ziemlich in jedem Part im Moment. Oh, Mario. Im Mario Bros. Style. 2D und als Entdecker. Und mit Y kann man wieder schneller rennen.
und weiter springen. Merkt euch das mal, ihr Anfänger. Na, Spaß, ich war auch mal ein Anfänger und ich verliere ziemlich oft. Bei mir kann man nicht von Skills sprechen, doch. Hey, ich will den Stern haben. Den Mond, meine ich. Schade, dass man hier in der 2D-Sektion nicht Käppi werfen kann. Die Bergseite hinauf. Kommen wir jetzt oben raus? Ja. Wir sind ganz oben. Ich glaube, nochmal runter will ich auch gar nicht. Wir sind einen anderen Weg raufgegangen. Jetzt bleiben wir hier. Da hinten ist noch ein eingesperrter Mond, aber wir ersparen uns den ganzen Weg. Oh, ist schon wieder eine Fliege in meiner Wohnung. Erst letztlich habe ich eine Fliege entfernt. Und was ist das? Warum? Wo ist Station 8? Heisenbergstraße, Station 8. Wo ist das jetzt? Da porten wir uns jetzt hin. Sehe ich gar nicht ein, den ganzen Weg zurückzulaufen hier. Und wie gesagt, diese Fliege, die ganze Zeit fliegt die hier hin und her. Es ist sowas von nervig. Es kann nicht angehen. Da habe ich eine Fliege getötet und fortgejagt. Nächster Tag, einmal Fenster auf, nächste Fliege drin. Puh. Unfassbar. Hier ist erstmal ein dreifach, sechsfach Herz für einen gebührenden Kampf dementsprechend. Wird ein heftiger Kampf werden. Werden wir Bosa gegenübertreten? Oder werden es wieder die Brothers sein? Vielleicht auch alle zusammen. Das wissen wir nicht. Jetzt zerstöre ich erstmal nach Kriegsmanier alle. Alle vier Ringfelder hier. Ist ja fast wie bei Mario Galaxy 2. Wo man das, wo man auch genauso ein Dings zerschießen musste mit Meteoriten. Musste Mario eine Stampfattacke drauf machen. Waren auch so Siegel. In der Form. Yes. Der Stern ist unser! Geheimes Blumenfeld. Verteidige das geheime Blumenfeld, okay. Ich glaube, jetzt geht die Action erst recht ab. Na komm. Ich würde sagen, scheint, als ginge es im geheimen Blumenfeld. Hier entlang, bereit? Na klar sind wir das. Wir sind immer bereit. Hier nochmal gesaved. Und los geht's. Oh. Was ist das? Das ist nicht Bowser. Oh nein, das Ding klaut einfach die ganzen Blumen. Was machen wir denn jetzt? Und vor allem, wie besiegen wir das? Indem wir dagegen kommen mit unserem Kopf. Wir verteilen Kopfnüsse. Bis es nicht mehr geht. Na, was passiert jetzt? Blumen muss alle Blumen haben. Leg dich nicht mit mir an, Zweibein. Ich Maschine, du Mensch. Du Fleisch. Ich intelligent, du dumm. Also.
Ein Teil ist schon mal zerstört hier. Das müssen so seine Schutzschilder sein, oder? Kann das sein? Eins existiert noch. Oh, er schießt Laser. Mal gucken, ob er uns treffen kann. Das war schon der zweite Treffer. Oh, shit. Yes. Da müssen wir quasi immer drüber springen. Ich schüttel immer meine Controller. Ich spiele mit dem Pro-Controller. Und drücke dann B im richtigen Moment. Habe ich jetzt eben nicht gemacht. War mein Fail, aber der Gegner ist doch überhaupt gar nicht schwierig. Guck mal. Er kassiert schon seinen dritten Treffer hier. Genau so. Jetzt kommt wohl die finale Phase. Okay. Wir lassen uns hier nicht nochmal treffen. Gucken wir mal, ob wir die vier Leben behalten. Okay, eins ist kaputt, mein Freund. Was willst du jetzt machen? Eins noch? Wenn das erstmal kaputt ist, kann er ja gar nichts mehr machen. Jetzt ist dieses Ding, was immer es auch ist, kaputt. Mario hat mal wieder die Welt gerettet. Und der Multimond ist unser. Yeah. Verteidige das geheime Blumenfeld. Ja, Mario, das hast du gut gemacht. Jetzt können wir die ganzen Monde, die wir gefunden haben, einmal abgeben. Wie viele haben wir jetzt? 85. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Hey, kleine Fliege, warum bist du hier? Findest du meine Wohnung toll? Die rennt hier auf meinem Tisch rum. Trigger ohne Ende. Warum fliegst du mich immer an, hä? Wir haben genug Energie, um ins Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer. Oh ja, das Cityland. Auf eine Aufgabe habe ich keinen Bock. Ich werde die nicht machen wahrscheinlich, aber ja. Und wenn doch, dann nur mit einem Glitch. Anders geht es nicht. Ihr werdet schon noch sehen. Los geht's. Wir reisen ins Cityland. Wir zeigen es euch kurz, doch ich werde dann mit euch in ein anderes Kingdom reisen, um noch mehr Monde zu sammeln. Weil das für diesen Part nicht vorgesehen ist. In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut. Wir müssen Bowsers üble Machenschaften beenden. Blumenarrangement oder Arrangement? Arrangement, ne? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Ach, Reisetipp, die brauche ich nicht vorlesen. Die kennt jeder. Jeder weiß, wie die Stampfattacke geht. A drücken zum Springen, ZL zum Stampfattacke machen. Damit kann man alles zerstören. Kisten, Gegner, alles. Welch eine Kraft, wow. Als nächstes sollten wir schon mal ein paar Informationen über das Cityland einholen. Ich bin gespannt. Was war das denn? Oh, wir haben Bowser eingeholt. Jetzt fordern wir ihn endlich raus. Gib uns die Prinzessin zurück. Du Mistkerl, willst sie nicht heiraten? Er hat die Blumen schon.
Dein Schiff sieht edel aus. Na, du kleine Mörder! Ja! Schau, was ich hab, was du nicht hast! Du Wicht! Wir machen dich fertig. Das sieht sowas von episch aus. Jetzt, Leute, werdet ihr den ersten Kampf gegen Bowser miterleben. For free, das Ende dieses Parts. Seid ihr bereit? Wir gehen aber nochmal rein in die Odyssee. Ein anderes Outfit möchte ich dabei tragen. Ich möchte Bowser doch gebührend in den Arsch treten. Also, wir ziehen uns unseren schnucken Zylinder an. Und auch einen Anzug. Wir müssen ihm ebenbürtig sein. Er will Peach einfach so heiraten, das geht gar nicht. Auf geht's. Oh, schön. Ein kleines Wolkenland hier oben. Aber nur fürs Battlefield. Damals, weil ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir so, okay, aha, über eine Wolkenwelt. Du kriegst ja tatsächlich auch noch ein paar zusätzliche Monde. So war mir. Aber hauptsächlich ist es nur für den Fight. Na, denkst du kannst es mit mir aufnehmen? Also, ich hab jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Du bist mir im Weg, also geh. Naja, also ich kann dich auch zerstampfen. Ich hab nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie stressig so etwas ist? Manche Leute haben keine Manieren. Ich glaube eher, das hast du nicht, Bowser. Und Peach ist auch nicht zufrieden, dass du sie heiratest. Du zwingst sie zu etwas, was sie nicht will. Das hat angezeigt. Oh, läuft bei dir. Hast du einen Hut oder was? Denkst du jetzt, du kannst mich besiegen? Das wird sich rausstellen. Also erstmal gehen wir jetzt zu Bowser. Springen über seine Feuerdinger und hauen richtig rein. Das hat gesessen. Nimm das. Habt ihr die Animation gesehen? Wir fetzen uns hier richtig um die Prinzessin. Das ist schon längst kein Spaß mehr hier. Okay, Bowser. Zeig mal, was du kannst. Kannst du mehr außer diese Feuer? Oh! Yeah! Schön gegen die stacheligen Mäuern! Aber Bowser ist riesengroß, oder? Jetzt lasse ich ihn mal ein bisschen machen. Damit wir mal sehen, was er drauf hat. Also er wirft hier seine, in seiner Endphase seine sechs Zylinder. Er wirft seine riesigen Steinkugeln statt Stachelkugeln und er wirft... Er kann auch Feuer speien? Vielleicht noch nicht in diesem Kampf. Seine Haare wehen so geil durch den Wind. Ich musste sagen, weißt du, ich genieße das hier gerade so. Ich habe auf diesen Kampf so lange gewartet, weil Bowser ist einfach mein Lieblingscharakter. Dafür nehme ich auch die Treffer in Kauf. Normalerweise würde ich mich nicht einmal treffen lassen. Und das beweise ich euch auch im nächsten Kampf gegen ihn. Gerne. Okay, jetzt werde ich aber seinen Angriff kontern. Ja, nicht ganz. Also wenn wir jetzt tatsächlich hier sterben sollten, wäre das belastend. Und genau deswegen gehe ich auf Angriff. Das war aber ganz schön knapp. Wir zerstören alles, Bowser! Yeah! Oh! Tja! Das war wohl ein Fail.
Die Nummer 1 wird kommen. Oh nein, du kriegst mich nicht. Ich war... Aber wir haben jetzt nur ein 3 Leben. Yeah! Bam! Da klatsche ich ihn weg. Bowser, kennst du meine Mir ist alles scheißegal Haltung? Ich klatsch dich einfach weg. Du bist mir sowas von egal. Vielleicht ist die Fliege mein Fan. Vielleicht guckt sie meine Videos gerne. Komm her. Hier, für dich! Es fühlt sich wirklich wie ein Kampf an, weil ich meinen Pro-Controller dabei schüttel. Immer nach vorne, immer auf die Fresse. Da hat sich Nintendo echt was Geiles ausgedacht. Immer Action. So. Der entscheidende Schlag kommt jetzt, Bowser. Du planst zwar deine Hochzeit, ist okay. Und Nummer 2! Boah! Oh, oh. Oh, Peach ist beeindruckt von uns und von dir nicht. Wir werden sie heiraten. Peach gehört mir, nicht dir. Okay, Mario. Spaßfreund, wir sehen uns wieder. Feuer! Vernichtet diese Lakaien komplett! Lass nichts von ihnen übrig! Wir stürzen ab, oh nein! Hat uns Bowser jetzt aus dem Weg geräumt? Hat er gewonnen? Verstehst du jetzt, mit wem du es zu tun hast, Mario? Der Spaß ist vorbei! Ich werde dir zeigen, wer der Boss ist! Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey.